Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei einer Folge, die mit dir, ich wollte sagen, bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ihr seht, ich bin gebrochen, weil ich versuche die Adept Challenge. Ja. Es hat Bilder gemacht. Kommt der Killer? Ein Doktor. Ich bin die ganze Zeit verletzt. Wie schön. Ich glaube mit Abstand, dass die Adept Challenge mit David am längsten dauern wird. Da ist er nämlich. Aber Bill. Bill, du bist ein Klops, ey. Im Ruin! Hilfe! Muss weg. Also, wir sind David und wir haben nur drei Talente dabei. Wir haben mit kein Gejammer, deshalb jammer ich nämlich die ganze Zeit. Also kein Gejammer. Ich bin die ganze Zeit gebrochen, kann nicht geheilt werden. Kann aber, wenn ich am Boden liegen gelassen werde, jederzeit selbst aufstehen. Wir haben dabei Hart im Nehmen. Solange ich verletzt bin, was ich die ganze Runde bin, kann ich einem Schlag mit einem Ausfallschritt ausweichen. Bin danach aber erschöpft für eine Weile. Und wir haben, wir werden ewig leben. Wenn ich jemanden vom Haken rette, heile ich 100% schneller. Und für alle möglichen Aktionen, die irgendwie meinem Mate gut tun, sei es Heilung, Rettung, ich glaube auch Schutztreffer nehmen, bekomme ich einen Zähler und dann halt mehr Blutpunkte. Der Doktor scheint nicht so gut zu sein. Ich möchte es gern schaffen jetzt, die Runde. Vorne den Generator hätten wir eigentlich auch schon fertig. Oh! Tüftler! Deswegen habe ich ihn nicht gehört. Ich dachte, der ist total weit weg. Also, es müsste Tüftler sein. Das war natürlich jetzt mega ungünstig. Ungünstig! Arscht! Oh, da hat er seinen Scheiß dabei. Entschuldigung. Dass sein Terrorradius mal größer, mal kleiner ist. Und man deswegen total verwirrt ist. Je nachdem, ob er gerade die Obsession geschlagen hat oder jagt oder nicht. Warum macht die näher nicht... Näher, mach bitte ordentlich mit. Ich habe eine Adept-Challenge und ich möchte gerne rauskommen. Danke. Letzte Woche lief es ja richtig kacke. Es wäre schön, wenn es diese Woche mit der Challenge irgendwie besser läuft. Übrigens, nochmal der Hinweis. Wenn dieses Video online geht auf YouTube, gab es schon einen Patch. Das heißt, es gab schon Änderungen am HUD. Es gab Änderungen an Talenten, an Killern, an allem. Weiß das. Ja, ich muss aber leider gerade wieder mal ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil ich sonst zeitlich mit Arbeit und allem drum und dran nicht schaffe. Deshalb, bitte verzeiht mir das, aber ich weiß, es gab einen Patch in der Zwischenzeit. Farm-Maps sehen anders aus. Aber wir müssen jetzt damit leben. So, er hat Schiffler, glaube ich. Eventuell ist er gleich hier. Was ist, macht der mit Absicht so komisch, der Killer? Ich meine, mir ist es egal. Ich möchte nur nicht der sein, der am Ende weggekämpft wird. Oder der hat noch Nöt.
könnte auch noch passieren. So. Ist hier ein Totem? Bitte, ich möchte einfach nur raus. Ist mir scheißegal. Wie? Ich möchte einfach nur raus. Ja, ich spiele vorsichtig, weil ich habe keinen Schlag frei. Wenn ich geschlagen werde, liege ich am Boden. Aber eventuell jagt er gerade. Vielleicht ist auch seine Aufgabe, einfach nur die Leute auf Wahnsinn 3 zu bekommen. Ich glaube, es gibt tägliche Aufgaben, wo es nur darum geht, dass du als Doktor 4 Leute auf Wahnsinn 3 kriegen musst. Hä? Die haben dort hinten aufgemacht. Leute? Er lässt uns gehen, oder? Alles egal. Ich gehe jetzt außen rum. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich werde gehen. Freigeschaltet. Ist mir total boogie. Wir sind raus, Leute. Lief gut. Also, ich bin richtig gut weggerannt. Ich habe mein Dead Heart benutzt im richtigen Moment. Uff, war das eine anstrengende Runde. Aber wir haben David erledigt. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine zweite Runde mit Davids Adept Challenge, die vielleicht ein bisschen spannender ist. Aber für den Moment ist meine Aufgabe erledigt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und da haben wir wahrscheinlich wieder wirklich zu arbeiten, damit wir rauskommen. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Adieu. Bye, bye.